Freitag, 25. April. Normalerweise ein Frühlingstag. Doch der Wettergott wollte es anders. Seit 4 Tagen schneite es unaufhörlich, sodass ganz Salzburg und Umgebung unter einer 80 cm hohen Schneedecke begraben war. Auch die vielen Grand Prix-Fahrer aus aller Welt kämpften nicht gegeneinander, sondern mit diesen Schneemassen. Zelte brachen unter der schweren weißen Pracht zusammen. Eigentlich wollten die Rennasse schon einige Tage vor dem ersten Weltmeisterschaftslauf einige schnelle Runden auf dem Salzburgring fahren. Aber daraus wurde nichts. Es schneite unaufhörlich. Die meisten Fahrer waren verärgert. Sie schimpften, weil der Weltmeisterschaftslauf erst am Freitag endgültig abgesagt wurde, obwohl die Lage schon am Mittwoch aussichtslos war. Nachdem Venezuela den ersten Grand Prix, der schon am 27. März 1980 stattfinden sollte, aus finanziellen Gründen absagen musste, war die zweite Absage auf dem Salzburgring wegen Schneefalls einmalig in der 32-jährigen Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft. Ab Freitagmittag begann dann die schwerliche Abreise in Richtung Süden nach Misano in Italien. Wenn auch die Reise beschwerlich war, doch unsere Grand Prix-Weltmeisterschaftsteilnehmer mit ihren Helfern schafften diese Reise und hofften natürlich für diesen nächsten Lauf, der ja vorbereitet war, am 11. Mai im sonnigen Süden bessere Verhältnisse vorfinden zu können. Am 11. Mai war es dann endlich soweit. Bei herrlichem Sonnenschein, bereits die Vorbereitung für den Start der 50 Kubikzentimeter Klasse mit der Startnummer 10, Stefan Dörflinger, in der ersten Startreihe. Lazzarini übernahm sofort die Führung, gefolgt von Thormer und Dörflinger. Nach wenigen Runden schon schied Thormer mit Maschinenschaden aus. Hier wird er bereits in das Fahrerlager geschleppt. Sieger in dieser Klasse wurde der Italiener Lazzarini, zweiter war der Holländer Timmer. Dörflinger stürzte, wurde aber trotzdem noch Fünfter. Zwischenzeitlich wurden die Vorbereitungen zur Startaufstellung in der 125 Kubikzentimeter Klasse getroffen. Wieder mit dabei Stefan Dörflinger, dieses Mal mit Startnummer 12. Aus der Schweiz mit dabei die Startnummer 9 Brunner Knöbüller. Hier Harald Barthol aus Österreich, er fährt in diesem Rennen mit der Startnummer 8. In der ersten Startreihe jedoch der Spanier Nieto mit den drei Italienern Ricciani, Marchetti und Bianchi. Bianchi setzte sich gleich in der ersten Runde an die Spitze. Im Hintergrund stürzen 3 Fahrer. Zum Glück passierte nichts. Bianchi baute seinen Vorsprung immer mehr aus. An zweiter Stelle sein Landsmann Marchetti.
Kneubühler mit der Startnummer 9 machte Runde für Runde einige Sekunden gut, sodass er am Ende Dritter wurde. Und hier steht er schon am Treppchen. Das gesamte Ergebnis in der 125 Kubikzentimeter Klasse: erster Bianchi, zweiter Marchetti und dritter Neubühler. Und schon werden wieder die Startvorbereitungen für die 350 Kubikzentimeter Klasse getroffen. Hier Anton Mann mit der Startnummer 2 aus Inning mit seiner privaten Krauser Kawasaki. Gesponsert wurde er 1980 von der Firma Krauser und von der Firma Rallysport in Garmisch, dem Alleinimporteur für Deutschland von Boeri-Helmen, Dainese-Lederkombis und Reihstiefeln. Also hatte Mann eine gute Voraussetzung für das Rennen. Villa, Lavado, Cecotto und Fernandez. Nach erfolgtem Start übernahm sofort Johnny Cecotto die Führung, die er bis in das Ziel halten konnte. Noch ist Toni Mang mit dabei. Doch leider schied er in der zweiten Runde durch einen Sturz aus. Das ist der Rest von einer Maschine, die bei 120 Stundenkilometer aus der Bahn flog. Cecotto ist bereits in der letzten Runde. Und hier ist er bereits auf dem Weg zur Siegerehrung, umdrängt von vielen Fotografen und Presseleuten, die natürlich von einem Weltmeisterschafts-, von einem Grand Prix-Sieger eine Direktaufnahme aus nächster Nähe haben möchten. Glückstrahlend steht er nun oben, empfängt seinen Siegerkranz. Der Pokal wird ihm gereicht, der sicherlich dann noch nach diesem Rennen mit Sekt gefüllt wird. Zweiter war der Italiener Mattioni, dritter wurde Walter Villa, ebenfalls aus Italien. Eckerold wurde Fünfter. Eine Stunde später war Anton Mang schon wieder am Start. Hübsche Mädchenbeine begleiteten ihn noch, jedoch konzentrierte er sich bereits auf diese Klasse in der 250 Kubikzentimeter, in der sich Mang sehr viel vorgenommen hat. Hier steckte sein berühmter Mechaniker Sepp Schlögl all sein Können und Wissen hinein, was sich am Ende auch lohnte. Mit Start Nummer 7, Marchetti aus Italien. Kurt Ballington hatte den besten Start, Mang lag nach der ersten Runde noch auf dem dritten Platz. Toni Mang zeichnete sich in jüngster Zeit mit einem bestechenden Fahrstil aus. Drittletzte Runde. Mang in Führung, Ballington schon ausgeschieden. An zweiter Stelle Baldi. Dritten Platz erkämpfte sich Conforti. Vorletzte Runde. Mang weit in Führung. Gefolgt von Baldi.
Zieldurchfahrt. Anton Mann gewann überlegen den ersten Weltmeisterschaftslauf in der 250 Kubikzentimeter Klasse des Jahres 1980. Dann die Hymne. Erster Platz Anton Mang, Deutschland. Zweiter Platz Jean-François Baldet aus Frankreich. Er hat immer eine große Freude, wenn er dort auf dem Treppchen steht. Und dritter Platz für Conforte aus Italien. Und mit Startnummer 10, Marco Lucchinelli aus Italien. Die Startnummer 1, Kenny Roberts aus den USA, bevorzugt ein Easy-Kombis. Sowie die Startnummer 15, Randy Memola, ebenfalls aus den USA. Es war ein spannendes Rennen in dieser 500 Kubikzentimeter Klasse. Noch einmal Kenny Roberts. Und hier mit der Startnummer 10, Marco Lucchinelli aus Italien, im Zweikampf mit der Startnummer 15, Randy Memola aus den USA. Mit Startnummer 8, Graziano Rossi aus Italien. Sowie die Startnummer 4, Johnny Cecotto aus Venezuela. Und weiter dann mit Startnummer 16, Graham Crosby aus Neuseeland. Michael Flutschi stürzte und das war der traurige Überrest von seiner Maschine. Und hier mit Startnummer 5, Franco Uncini aus Italien. Er wurde Zweiter. Und hier gibt es eine spektakuläre Überholszene zwischen Bonera und Massimiani. Roberts siegte überlegen in Misano vor den beiden Italienern Uncini und Rossi. Am 25. Mai ging es dann weiter in Frankreich. Zweiter Weltmeisterschaftslauf in Le Castellet, wieder weit über 100.000 Zuschauer. Rennen 250 Kubikzentimeter Klasse, Mang und Ballington in Zeitlupe. Ein interessantes Rennen zeichnet sich ab in dieser Klasse, nachdem es laufend Positionskämpfe um die Führung gibt. Hart wurde gekämpft. Vor Ballington. Und so gab es in weiteren Runden jeweils Änderungen an der Spitze. Zu diesem Zeitpunkt konnte man noch nicht sagen, wer wohl dieses Rennen in dieser 250 Kubikzentimeter Klasse gewinnen wird. Hier eine Zeitlupenstudie.
von Mang und Bellingson, der letztlich dann am Ende des Rennens die Nase ganz vorn hatte. Und hier fährt Kirk Bellington aus Südafrika durchs Ziel. Zweiter war dann Anton Mang. Thierry Espier aus Frankreich belegte den dritten Platz. Und hier der glückliche Sieger Kirk Bellington aus Südafrika. Auf Platz 2 Anton Mang Deutschland. Und dritter Platz für Thierry Espier aus Frankreich. 350 Kubikzentimeter Klasse Eckerold vor Cecotto. Und der Startnummer 3 Anton Mang. Auch hier zeichnen sich harte Kämpfe ab. Viele Fans waren nach Frankreich gekommen, um ihren Tony Mang zuzujubeln. Dass in diesem Rennen hart gekämpft wurde, zeigen die nächsten Bilder. Das ging noch einmal gut. Mang wurde in diesen 350 Kubikzentimeter Rennen Vierter. Sieger war John Eckerold. Zweiter wurde Cecotto. Und Dritter wurde Eric Saul aus Frankreich. Und nun kommt der Höhepunkt des Tages. Start zu 500 Kubikzentimeter Soloklasse. Hier rennt Memola mit seiner Suzuki. Johnny Cecotto auf Yamaha. Und Kenny Roberts, USA, ebenfalls auf Yamaha. Das waren die drei Favoriten in dieser Superklasse. Der Start in Zeitlupe. Lucchinelli kam als erster zurück auf die Zielgerade, später übernahm Roberts die Führung vor Memola und Lucchinelli. Neue Spitzenposition Kenny Roberts vor Memola und Lucchinelli. Für einen wurde diese Runde zum Verhängnis. Berechin stürzte. Er verletzte sich an seiner rechten Hand und schied aus. Jedoch mit unverminderter Geschwindigkeit ging das Rennen weiter. Memola, Roberts und Lucchinelli
kämpften verbissen um jeden Meter. Aber Kenny Roberts war schon, wie so oft, der Bessere. Robert siegte und in seiner überschwänglichen Freude zeigte er artistisches Können auf seinem Motorrad. Dieses macht ihm wohl so schnell keiner nach. Die Wertung in dieser Klasse: erster Platz Kenny Roberts USA, zweiter Platz Randy Memola USA und dritter Platz Marco Lucchinelli aus Italien. Mit dieser Siegerehrung geht ein schöner Renntag in Les Castellets in Frankreich zu Ende.